Zum ersten Mal bildet Vöcklabruck den Auftakt der Weltcup-Saison für die Alpisten auf zwei Rädern. Der UCI Trials World Cup lockt diesmal außerdem mit 151 Sportlern so viele nach Oberösterreich wie nie zuvor. Sie versuchen sich zwei Tage lang an fünf verschiedenen Sektionen, erklimmen dabei 2 Meter hohe Hindernisse oder springen mit millimetergenauer Präzision durch die Lüfte. Bike Trial bedeutet Kraft, Gleichgewicht, Körper- und Radbeherrschung, in erster Linie aber Faszination. Im Bike-Trial-Sport gewinnt der Fahrer mit den wenigsten Fehlerpunkten. Die Sportler dürfen lediglich mit den Reifen Boden und Hindernisse berühren. Bei einer Berührung mit einem anderen Teil des Rades oder dem Körper gibt es Fehlerpunkte. Das Maximum pro Sektion beträgt 5 Punkte. Rund 1,5 Wochen lang arbeitete das Organisationsteam daran, aus den unterschiedlichsten Bestandteilen weltcupwürdige Sektionen zu bauen. Man schaut erstmal nach dem Material. Was man hat, hat man Steine, hat man Baumstämme, hat man Natursteine, wie man es vielleicht im Hintergrund sieht. Und dann macht man sich ein Bild, geistig, und stellt sich vor, was man daraus machen kann. Klaus Zabinski kennt das Leistungsvermögen der Topsportler und baut die Sektionen so auf, dass spannende Wettbewerbe entstehen. Die besten 6 Fahrerinnen und Fahrer in den Kategorien Damen, Herren 20 Zoll und Herren 26 Zoll qualifizieren sich für ihre Finalläufe. Hier gilt es nun am Sonntagnachmittag, jede der 5 Sektionen einmal zu bewältigen. Im Damenwettbewerb greift Nina Reichenbach bereits nach ihrem 3. Sieg in Vöcklabruck. Lange Zeit bestimmt aber die Schwedin Nadine Kamark das Geschehen. Die aktuelle Vize-Weltmeisterin bewältigt als einzige die erste Sektion, erhält dafür 3 Fehlerpunkte, kann aber früh die Führung übernehmen. Topfavoritin Nina Reichenbach passieren immer wieder Fehler, wodurch Nadine Kamark bis zur vorletzten Sektion vorne bleibt. Die Doppelweltmeisterin aus Baden-Württemberg, Nina Reichenbach, bewältigt den Parcours hier mit 3 Punkten und zieht dadurch mit Kamark gleich. In der Finalsektion erhält zuerst Kamark und dann auch Reichenbach 5 Punkte. Der Weltcup-Wettbewerb der Damen endet also mit dem Ergebnis, dass 2 Frauen jeweils 18 Punkte auf ihrem Konto haben. Aufgrund des Halbfinalsiegs am Vorabend darf sich schlussendlich aber doch Nina Reichenbach über Platz 1 freuen. Zweite wird Nadine Kammer, dritte die Spanierin Alba Hidalgo. Also das Finale heute war auf jeden Fall sehr spannend. Es sind leider sehr viele Fehler gemacht worden, die eigentlich nicht hätte passieren dürfen, aber bei allen Mädels. Und von dem her bin ich sehr froh darüber, dass ich das Halbfinale gewonnen habe und dadurch dann auch noch im Finale vor der Nadine war, obwohl wir eigentlich die gleiche Fehlerpunktzahl hatten. Du hast in einzelnen Sektionen auch 0 Punkte geschafft. Der Unterschied zwischen 0 und 5 Punkten ist aber sehr gering. Oftmals passiert mit dem ersten Fehler dann gleich der zweite und der dritte. Wie sehr spielt sich denn der Trial auch im Kopf ab? Ja, also ich persönlich war heute sehr nervös. Also ich war auf dem Fahrrad, ich war leider nicht sicher. Ich war mega wackelig, wie man auch gesehen hat. Und dadurch ist halt auch dann in der einen Sektion, in der dritten, habe ich dann auch eine 5 gemacht. Deshalb, wo ich eigentlich schon alles Schwere geschafft habe und dann bei einem Sprung, der eigentlich gar kein Problem ist, einfach war ich zu wackelig und habe dann die 5 gemacht, so was ist halt total ärgerlich, aber es geht manchmal so schnell, da merkt man das gar nicht und dann steht man auf einmal neben dem Fahrrad und merkt, oh, das war jetzt nicht so gut. Nina Reichenbach zeigt sich selbstkritisch, übernimmt aber mit ihrem Sieg natürlich die Weltcup-Führung. Vor der zweiten Entscheidung des Tages steigt die Vorfreude im Publikum noch einmal, hat in der 20-Zoll-Klasse doch ein Österreicher den Sprung ins Finale geschafft. Zum zweiten Mal steht Thomas Pechacker aus Burgstall an der Erlauf in Vöcklabruck unter den Top 6. Letztes Jahr konnte er bei seinem Heimweltcup sogar Platz 2 belegen, punktgleich mit Sieger Abel Mustieles. Das Niveau in der 20-Zoll-Klasse ist über die Wintermonate aber noch einmal gestiegen. Selbst Trial-Legende Benito Ross sagt, dass mittlerweile 10 Sportler fast auf Augenhöhe fahren und Kleinigkeiten über die Vergabe der Platzierungen entscheiden. Thomas Pechacker ist lange gut unterwegs, bis er leider an den letzten Hindernissen Probleme bekommt. In der ersten Sektion bleiben nur die beiden Spanier Benito Ross und Alejandro Montalvo unter 5 Punkten.
Beide erhalten deren 4. Auch in der Folge bleibt das Geschehen an der Spitze eng und spannend. Junioren-Weltmeister Alejandro Montalvo nimmt sich in der dritten Sektion selbst aus dem Spiel, indem er ein Hindernis auslässt und für dieses Missgeschick 5 Fehlerpunkte bekommt. Thomas Pechacker liegt bis zur vierten Sektion auf Platz 3, knapp hinter Benito Ross und Jon Araitio. Hier tut sich der Niederösterreicher mit einem hohen Sprung schwer, nimmt mehrmals Anlauf, bekommt dafür insgesamt 4 Fehlerpunkte, schafft die Sektion aber. Vorne können sich damit nun Benito Ross und Jon Araitio absetzen. Die beiden verteidigen ihre Spitzenpositionen auch bis zum Schluss. Ross gewinnt mit einem Vorsprung von einem Punkt und feiert nach 2015 seinen 2. Sieg in Vöcklabruck. Hinter Ross und Araitio macht Montalvo das spanische Podest perfekt. Thomas Pechacker belegt mit nur einem Punkt mehr als Montalvo Platz 4. Jetzt natürlich Vierter, hört sich jetzt ein bisschen undankbar an. Ist für mich aber wirklich ein großer Erfolg. Und heute hat man ihm gezeigt, dass ich wirklich konstant jetzt vorne mitfahren kann. Und es gibt mir sehr, sehr viel Motivation für die nächsten Rennen. Du hast auf vielen Sektionen 0 Punkte geschafft, auf einer Sektion aber ja, dir fast die Zähne an einem großen Stein ausgebissen. Wie entscheidend können so einzelne Hindernisse dann schlussendlich auch sein? Ja, schon sehr entscheidend. Eben wie man heute gesehen hat, kannst du teilweise eben bei einem Stein eben zwischen ersten und sechsten Platz eben drauf ankommen. So war es heute ein bisschen mit mir beim Podium, aber ja, das ist eben so ein kleiner Moment, wo man sich vielleicht ein bisschen den Sprung falsch einschätzt und ja, das gehört zum Sport dazu, aber nichtsdestotrotz bin ich trotzdem sehr zufrieden. Feiern lassen konnte sich der 10-fache Weltmeister Benito Ross. I'm really happy because the last year is a hard year. Ich bin sehr glücklich, nach dem schweren letzten Jahr hier in Vöcklabruck auf diesem Level in die Weltcup-Saison zu starten und an der Spitze mitzukämpfen, bedeutet eine große Genugtuung für mich. Ich habe wirklich meine Top-Performance gezeigt. Zu einem besonderen Höhepunkt kommt es im abschließenden Finale der 26-Zoll-Klasse. Der Brite Jack Carthy, amtierender Weltmeister und Titelverteidiger beim Weltcup in Vöcklabruck, bewältigt Sektion um Sektion komplett fehlerfrei. Als er auch den finalen Parcours mit 0 Punkten hinter sich bringt, ist es gewiss. Zum ersten Mal schließt ein Trial-Sportler das Finale eines Weltcups mit der Idealpunktzahl ab. Jack Carthy gewinnt in der 26-Zoll-Kategorie mit 0 Punkten. Platz 2 und 3 gehen an den Spanier Sergi Jongueras und den Franzosen Gilles Coustelier. Mit 0 Punkten zu gewinnen ist wirklich speziell. Ich wollte das immer schon schaffen und war bereits nahe dran, machte dann aber immer blöde Fehler, habe teilweise sogar 5 Punkte bekommen. Es ist wirklich großartig, heute komplett fehlerfrei geblieben zu sein und außerdem meinen 4. Sieg in Vöcklabruck gefeiert zu haben. Gefragt, ob ihm die Hindernisse nicht schwer genug waren, meint Jack Carthy, dass sie seiner Meinung nach noch um einiges härter sein dürften. Er hat nicht 100%, sondern ungefähr 70% geben müssen, trainiert zu Hause auf schwereren Hindernissen. Nach den knappen Ergebnissen in Vöcklabruck rechnet Carthy damit, dass die Sektionen bei den nächsten Wettkämpfen um einiges komplizierter gestaltet werden.
I think the next competitions now, after the results here, will be a lot harder. So we've got to up the game now. So yeah, it's great. Nach seiner guten Leistung in Vöcklabruck konnte auch der Niederösterreicher Thomas Pechacker viel für die nächsten Wettbewerbe, allen voran die Europameisterschaft in der Schweiz, mitnehmen. Es ist immer in jedem Wettbewerb meistens so ein bisschen Sorgenhindernis dabei, eben weil jeder seine Lieblingstechniken hat, so seine Lieblingsarten, wie man das Hindernis bewältigt. Und teilweise ist man natürlich sehr, sehr eingestrengt durch die Kurssetzung, die ist natürlich auch gewollt, um das Ganze ein bisschen auszusortieren eben. Und natürlich, ja, da nehme ich schon sehr, sehr viel mit. Ich habe ein, zwei Sachen in meinem Kopf, die auf jeden Fall jetzt zu Hause vermehrt trainieren werde. Ja. Tausende Fans strömten am 7. und 8. Juli nach Vöcklabruck und erzeugten wahre Weltcup-Atmosphäre. Ein Event, dem auch die Topfahrer ein sehr gutes Zeugnis ausstellen. Ich möchte mich bei den Fans für die große Unterstützung und bei den Organisatoren für die tolle Atmosphäre bedanken. All das hat mich motiviert, meine eigenen Limits zu durchbrechen. Also in Vöcklabruck gefällt es mir eigentlich immer gut. Die Organisatoren geben sich immer sehr viel Mühe beim Aufbau von den Sektionen. Und ich finde es auch schön, dass außenrum immer die LKWs stehen, wo die Zuschauer dann reingehen können und zugucken. Also doch, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Event. Ich würde mich freuen, wieder hierher zu kommen. Was mir immer sehr gut gefällt, sind die steilen und vielfältigen Hindernisse. Der Ablauf der Sektionen ist diesmal etwas komplizierter geworden. Bisher waren alle Hindernisse in Form eines Us aufgereiht. Dieses Jahr haben sie die Streckengestalter in der Sektion mehr verteilt. Grundsätzlich war der Weltcup ein großartiges Event. Ich habe ihn sehr genossen. Auch Organisator Walter Meyerhuber zieht Bilanz. Wir sind sehr glücklich und zufrieden. Wir haben wieder Vöcklabruck zum Brodeln gebracht. Es war eine wunderbare Stimmung. Das Wetter hat natürlich hervorragend uns in die Karten gespielt. Aber eins muss man sagen, der Trailsport wächst und wächst. Wir haben einen Rekord von 151 Weltcup-Teilnehmern. Und vor allem, es kommt von unten so viel nach. Und die Qualität ist gewaltig wieder gestiegen. Selbst wir haben weitere Erfolge wieder erzielt im Streckenbau. Wir haben ein gutes Design geschaffen und alle haben uns wirklich applaudiert, was uns gelungen ist. Die UCI möchte die gelungene Zusammenarbeit mit dem Organisationsteam in Vöcklabruck gerne auch 2019 fortsetzen. Jetzt stehen für die Trial-Profis aber zuerst die Europameisterschaft, drei weitere Weltcups und die WM im November in China an.